gehen wir erst nochmal zurück, weil wir haben hier noch jede Menge Kohle und andere Erze, die will ich auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Bevor wir weiter in die Höhle vordringen. Aber finde ich cool, also ich habe kurz ein bisschen bei dem einen Haus runtergegraben und schon ist da eine riesen Höhle. Mal schauen, wie wir dann die Basis hier bauen, ob die dann eher wie so eine Höhle ist, also so eine Betthöhle quasi ausgestattet. Eigentlich wollte ich mehr so eine, ja, so eine unterirdische Computerzentrale irgendwie bauen. Aber jetzt schauen wir mal. Ja, das brauchen wir nicht. Zuerst mal. Okay, das, ich kann ja noch ein bisschen was aufheben. Schauen wir mal noch hier runter. Also so ein bisschen Eisen wäre noch echt schick. Oder so ein Eisenbusch. Was ist das? Zinn? Aluminium? Da unten ist ein Skelett vorbei. Aha, da ist noch was. Da ist allerdings auch gerade ein Skelett vorbei marschiert. Eine Fledermaus? Fledermaus wäre auch super. Also hätte ich jetzt richtig Lust, die zu fangen. Ich hoffe, die kommen nochmal vorbei. Also fangen ist relativ. Habe ich sie bekommen? Ja, ich habe sie bekommen. Sehr gut. Okay, dann haben wir schon wieder ein Problem weniger. Wir können fliegen. Das ist prima. Finde ich auch gut, dass man, dass das jetzt nicht irgendwie ein Item ist oder so. Was man dann vielleicht verliert, wenn man stirbt oder das, das ist sehr cool. Weil gerade wenn man irgendwo gestorben ist, an einer blöden Stelle, ist es manchmal wirklich schön, da einfach dann hinzufliegen. Erstens ist man schnell dort und zweitens ist ja, auch ein Nether unten. An viele Ecken kommt man halt doch wesentlich besser hin, wenn man ein Jetpack hat oder so, oder fliegen kann zumindest. Und insofern, also das finde ich super mit dem Morphen. Hyalurit, das nehmen wir natürlich auch mit. Oh, hier ist, oh, das ist super. Also jetzt haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen Eisen. Was ich als nächstes dann auch bauen werde, ist so ein Grindstone. Den brauche ich auf jeden Fall jetzt gerade am Anfang. Ist zwar ein bisschen langweilig, da davor zu stehen, aber ja, weiß nicht, da kann man dann irgendwie. Ja, oh, Kamerade, komm her. Das ist meine Kohle. Weg mit dir. Da geht's auch noch runter. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn alles? Das schaut ja eigentlich schon ganz gut aus. 15 Eisen. Zertusquarz, ich glaube, den brauchen wir auch für den Grindstone hier in dem Modpack. Ja, auch diese Dents-Vorkommen. Auch super. Also, haben wir da gleich einen ganzen Schwung. Die letzte Fackel. Ja, nehmen wir hier noch mit, was geht. Und dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht sogar auch schon wieder zurück. Und dann bauen wir in der nächsten Folge den Grindstone, würde ich sagen. So, und das nehme ich noch mit hier hinten. Ja, ihr hört es, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Okay, ja. So, ja, und jetzt geht es auch, glaube ich, auch schon wieder los mit dem Weg zurückfinden. Weiß gar nicht. Also hier sind noch diese Büsche. Die könnten wir eigentlich schon noch mitnehmen. Auch wenn es da unten sehr dunkel ist. Ja. Da unten kann es glaube ich explodieren. Ich habe auch noch gar nicht so viele jetzt hier mit Stirnband gesehen, muss ich sagen. Ich dachte, das ist da. Ist das Eisen hier? Ist das Eisen? Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann bauen wir das hier einfach mal zu, bevor hier unten Skelette und Creeper zugucken. Wie ich hier die Sachen abbaue. Zack. Ja.
Diamonds alles. Martin, Iron. Ja, die gibt's, also auch diese Iron-Büsche gibt's relativ wenig, habe ich den Eindruck. Ups. Das kann ich schon abbauen, ne? Ja. Ist wirklich nur an mir vorbeigeflogen. So, das können wir noch nicht, das macht aber auch nichts. Wollen wir jetzt trotzdem nochmal. Ja, komm, da ist er schon. Oh nein, ist doch keine Treppe. So, da oben ist auch recht dunkel. Ich glaube, hier war das auch irgendwo, wo ich hochgekommen bin, ne? Da hinten? Ne, da hinten sind die Fackeln. Ja komm, Jelorit nehmen wir auch noch mal ein bisschen mit. Ich weiß aktuell noch nicht, für was ich das brauche. Ich habe es nur in einem anderen Let's Play gesehen, dass es dann für das ein oder andere schon wichtig ist, Jelorit zu haben. Dementsprechend, jetzt können wir eigentlich mal, kommen. Jetzt haben wir hier die Fledermaus. Wann benutzen wir die doch auch mal? Dauert zwar jetzt hier ein bisschen länger, aber dafür kommen wir überall ran. Au, 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 au. So. Kupfer nehmen wir auch mit. Werden wir sicherlich auch hier... Oh, hier ist gerade als Fledermaus, ist wirklich mit diesen Büschen. Eine gefährliche Sache, merke ich gerade schon. Ja, toll. Nee. Die drei Herzen, die gehen schnell weg. Da muss man echt. Ui, da gibt es noch ein bisschen XP. Wie gesagt, das Towncraft, das interessiert mich schon sehr. Ich weiß auch noch nicht, in welche Richtung, ob ich da mit Golems irgendwie, werde ich sicherlich auch mal ausprobieren. Wobei ich ja mehr so der Techie bin. Also, na komm. Also Maschinen bauen, das interessiert mich auf jeden Fall. Reaktoren, da müssen wir mal schauen, was wir da machen. Hier vom Big Reactor habe ich bisher noch nichts gemacht. Sehe allerdings immer, dass das doch sehr beliebt ist und also da werde ich mich auf jeden Fall auch mal mit beschäftigen. Nehmen wir noch ein bisschen mit. Ich habe jetzt auch richtig Lust, die Eisenspitzhacken zu machen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, für welche Maschinen wir vielleicht dann schon gleich Eisen brauchen. Schwierig. Auf jeden Fall, bevor wir das erste Erz verwenden, einschmelzen, muss der Grindstone her. Damit wir zumindest das wenige, was wir haben, verdoppeln. Ja. Und später kommt dann sicherlich auch so ein Laserdrill und so weiter und Quarry. Da will ich es allerdings so machen. Das habe ich auch im anderen Let's Play gesehen. Ich hatte das gleiche Problem in meiner Tech-World-Welt. Ich hab einen Quarry entdeckt damals und dachte mir, ah, oh Mensch, super. So easy an Sachen rankommen, das musst du unbedingt machen. Ja, dann habe ich angefangen, die zu bauen und dann lief die erste und dann auch irgendwann hier mit ME-System und so weiter. Und dann dachte ich mir, na gut, wenn die eine hier läuft, ist sowieso mit Solar und dann habe ich noch so eine MFE und so weiter hingebaut. Also die hatte dann auch in der Nacht noch ordentlich Strom. Können wir ja noch eine zweite bauen. Ja, ich meine, irgendwann liefen die dann auch so schnell durch die Generatoren, dass man nicht mehr hinterherkam. Also ich bin nur noch von einer Baustelle zur nächsten. Das ME-System ist randvoll. Vielleicht zeige ich auch das irgendwann mal. Kann ich mal ein kurzes Let's Show quasi machen. Und ja, und dann hinterher sah halt einfach die Welt sah halt ziemlich kaputt aus. Überall Riesenlöcher. Und das will ich hier nicht. Also hier möchte ich vor allem oberirdisch möglichst viel so belassen.
Also, dass man da gar nicht groß sieht, dass hier jemand unterwegs ist. Unterirdisch kann man natürlich jetzt sich überlegen, naja, stört ja nicht, ne? Könnte man ja noch eine Query setzen. Aber ich will eigentlich das lieber in einer anderen Welt machen, also in einer anderen ja, Dimension quasi. Und dazu wird dann auch eins der ersten Dinge sein, dass ich versuche, mir so Portale zu bauen. Und dann praktisch dort, ich meine, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich weiß nicht, vielleicht entweder werde ich selber ausprobieren, bis ich eine schöne Welt gefunden habe, wo man nicht gleich, weil das Problem ist, dass man in vielen Welten auch negative Auswirkungen hat. Also beispielsweise, dass die Welt sich selber zerstört. Da macht es natürlich dann keinen Sinn, große Quarries hinzupflanzen. Da kann man dann höchstens mal, wenn es jetzt eine Diamantwelt ist, mal kurz vorbei und schnell Diamanten einpacken, bis der Rucksack voll ist. Aber eigentlich will ich so wirklich eine Welt für die Quarry oder Quarries dann, um ja, hier halt nichts kaputt zu machen. Und dann, oh. Und dann eigentlich auch so, dass ich, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich glaube, das früher war das auch mit so einem Tesserakt, dass man. Doch, also mit dem Tesseract habe ich schon gemacht, aber ich weiß nicht, ob der auch über in andere Welten geht. Ich glaube, das war dann irgendwie nochmal anders. So, jetzt lasse ich mich aber hier so ab. Na, hier waren wir, hier wollten wir noch. Aha. Ja. Hab Spaß hier unten, Kamerad. Also, ihr müsst mir eigentlich. Müsste man ja eigentlich schon irgendwie so ein bisschen beschützen, aber das ist, glaube ich, echt natürliche Auslese mit diesem Hut. Naja, zeigt nicht unbedingt oder zeugt nicht von Intelligenz. Schauen wir mal. So, aber vielleicht kann er uns ja den Weg nach draußen wenigstens suchen, den ich nämlich aktuell. Also hier sind Fackeln. Ach nee, da bin ich hinter, weil ich da gedacht habe, genau. Müsste eigentlich hier irgendwo. Und er läuft hier auch rum. Ah ja, genau, ja, wunderbar. Da haben wir es schon. Ja, der kann ja selber hochhüpfen, theoretisch. Wird er zwar wahrscheinlich nicht machen. Aber hier oben ist auch schon wieder Tag. So. Und dann würde ich sagen. Fliegen wir mal schnell in unser Zuhause. Ja, Tür ist gerade offen, Max raus. Ja, komm. Dann wenigstens meine Ruhe. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. In der nächsten Folge werden wir also diesen Grindstone. Mal gucken, kann ich hier schon mal ein bisschen Platz machen. Das war ja eigentlich nur so ein Test kurz. Und ja, dann packen wir den Grindstone hier irgendwo hin. Den müssen wir noch bauen. Und dann werden wir erstmal ein paar Erze brennen. Und dann mal schauen, was wir als nächstes so an Maschinen machen können. Okay, bis dann. Servus. Oh, sehr gut. Wir müssen auch ein bisschen Glück haben. Sehr schön, da haben wir Wasser gleich. Skelette scheint es ja auch zu geben, ja. Geht's hier raus schon wieder? Nee. Kohle, sehr schön. Da kommt erstmal nichts. Nehmen wir hier gleich mal die Kohle mit. Kohle werden wir am Anfang zumindest relativ viel brauchen. Einerseits als Werkmaterial. Also, um dann Graphit und so Sachen herzustellen.